Boah, dann schon wieder Kampfansagen. Ready. Hallöchen, mein Name ist Pandora Nox und ich bin Tänzerin, Choreografin, Contortionist, Drag Artist, Make-up Artist, DJ, also kurz zusammengefasst Superwoman und ich bin aus Österreich. Mein Drag ist facettenreich, unmenschlich und umweltfreundlich. Im Endeffekt ist mein Drag ein Ausleben von meinem inneren, kreativen, bunten und bisschen hinterfragwürdigen Inneren nach außen in einer Sprache, die Leute verstehen, im Sinne von Outfit, Make-up, Performance. Das Thema vom Promo-Shooting ist Break Free und ich hinterfrage jetzt ganz stark meine Outfitwahl, weil ich in einem Ganzkörper-Latex-Anzug da sitze und ich mich genau null bewegen kann. Unabhängig davon bedeutet für mich Break Free, so zu leben, wie ich möchte und deswegen sitze ich heute genauso da. Warum ich gewinnen werde, warum werde ich nicht gewinnen, ist die andere Frage. Schaut sich das an. warum ich gewinnen möchte, es gibt Geld zum Gewinnen und Drag ist teuer und Geld für Drag ist somit immer super. Und natürlich auch aus repräsentativen Gründen, weil ich dann die erste Cis-Frau wäre, die gewinnen wird. Und das ist natürlich super. Sorgen machen eigentlich nicht. Ich bin ein Mensch, der gerne die Dinge so nimmt, wie sie kommen. Und deswegen glaube ich, bringt es relativ wenig, wenn man da jetzt gerade negative Emotionen mit reinbringt, weil man kann es eh nicht ändern. Auch meine Nervosität hält sich in Grenzen. Ich bin aber generell jemand, der sehr genau weiß, was er will und wo er hin will. Und solche Situationen stressen mir eigentlich gar nicht. Was es für mich bedeutet, Teil von Drag Race Germany Staffel 1 zu sein, sehr, sehr viel. Und zwar einerseits natürlich, dass ich Österreich vertreten darf und auch, dass ich alle Frauen vertreten darf. Drag Race Germany Season 1. I'm ready.